Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Ja, Rumble Gilde Nummer 2 gegen Go for Topsy. Irgendwie habe ich momentan wieder arge Probleme. Und das könnte jetzt alles wieder ein bisschen laggy werden hier momentan. Echt hardcore. Ich verstehe das auch überhaupt nicht, was da aktuell passiert. Also, keine Ahnung, was da in der Browser-Version momentan los ist. Guckt euch das an, das ist nicht zu ertragen irgendwo. So, jetzt müsste ich aber relativ gut rankommen, wenn so in einer halben Stunde dieses eine Match rum ist. Das ist ja einfach nur abartig. Komm schon jetzt hier auf. Jetzt machen wir den Hank Hill, dann machen wir den auf den. Also machen wir den Teufel, hängt daraus. Hat jetzt auch inzwischen zwei Kronen bei mir hier. Auf jeden Fall eine Mörder-Kombo. Kommt er mit einem Highschool-Bill? Der Highschool-Bill sollte mich jetzt nicht mehr wirklich jucken. Ich mache jetzt hier schon bereits 47 Schaden, dann ist das Ding hier rum. Gegen Guido. Go for Topsy. Ach, Match ist noch 15 Minuten. Nieder. Philip J. Fry. Und dann machen wir den nicht. Wir machen dafür den hier. Erstmal wird das Gas dann keinerlei Rolle spielen. Ich spiele mal die Lila. So, damit ist der schon einmal weg. Dann kommen wir mit der Tina. Gebe die Bimmen, macht keinen Unterschied mehr. So. Oh, das ist jetzt irgendwie schnell gegangen. Hat er sich jetzt gerade irgendwie erholt oder was? Was ist da los? Ei, auf einmal bewegt sich was. Ey, was ist denn da los? Man mag es kaum glauben. Sin nombre. Bevor ich das mache, mache ich erstmal die Stuffing Academy und dann gucken wir mal. Ah, Kreissäge. Ja, dann machen wir den Cadet Hill. Wenn da die Kreissäge kommt, machen wir den Cadet Hill. Dann spielen wir den Bob und dann schauen wir uns mal an, was da jetzt noch für Möglichkeiten drin sind. Der Bob. Bürgerkriege auch nochmal mit zwei Kronen. Na komm schon. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Mach doch einfach. Ah, er macht's. Okay. Sin nombre go for Topsy 88. Damit haben wir noch 6 Matches und immer noch 12 Minuten. Mikey34. Eugene Belcher.
Es wird jetzt nicht ganz reichen, deswegen nehme ich lieber die Two-Butt-Goat. Da habe ich auf jeden Fall eine Gasattacke auf die Louise am Start. Jo, dann haben wir hier einen Bender. Kommt er mit der Flügelmutter Amy? Ja gut, dann kommt er mit einer Flügelmutter Amy, dann komme ich hier mit meinem Kleptobänder und dann ist die Flügelmutter Amy auch gleich schon wieder weg. So, jetzt spiele ich die Lila. Wenn ihr euch wundert, warum hat er die Lila nicht zuerst gespielt? Die hätte jetzt keine Chance gehabt im ersten Step mit ihren 35 Leben. Und das war's. Mikey 34. Besiegt. 90. Oh, ist ein ganz solides Match hier. So, noch 5. Amiant Josh nochmal. Könnte man fast der Meinung sein, man macht hier irgendwie. Was gibt man? Kleptobänder, Nasalspray. Man macht hier einen Siege. Ja, ich schon wieder den bekommt. Sorry, Dude, aber Biegeschulabschluss gegen Chicken Fight in seiner ersten Version. Also, da mache ich mir jetzt keinen Kopf drum. Rogers Kleiderschrank. Ja. Komm, gib mir jetzt was Anständiges. Na, nee, kriege ich nicht, egal. Das Match sollte auf jeden Fall rum sein. Also, der wird den jetzt wieder weghauen. Jetzt haben wir schon 66. Und jetzt haben wir noch mehr. So. Schauen wir mal. 99 Punkte. Noch 4 Matches zu spielen. Irgendjemand kämpft hier auch noch. So, auch 38. CJ Kane. Ja, komm, dann sollte es eigentlich reichen, wenn wir hier den Roger spielen, dann den Irate Lobster da drauf und dann ist wahrscheinlich der. Oh, guck mal, der hat sogar einen. Er hat sogar einen. Komm, es geht mal weg. Wir brauchen ein bisschen Zeitgewinn, weil da müssen wir jetzt keine Zeit verschwenden. The Drunken Clam und so Sachen. Wenn wir über 40 Schaden da verursachen. Können wir eine glatte 100 raus. So. Noch 3 Matches. Osiris. Okay. Jetzt sind wir durch die Zeit gereist ins alte Ägypten zu den Göttern Osiris. Okay. Schauen wir mal, Osiris, du Gott, was du drauf hast. Sieht jetzt nicht so aus, als wäre das jetzt unendlich viel. Extremjogger Brian. Ach, Olle verdickt. Das gibt mir jetzt weg, da wird jetzt auch nichts mehr passieren. So, selbst wenn der Bender das überlebt hätte, sage ich mal. Habe ich schon so viele Spieler, die nebendran, ne? Unglaublich. Spieler, die nebendran. Wer denn Diorama Jean spielen können, Spieler, die nebendran. Also manchmal ist es wirklich unfassbar, was die Automatik hier so macht. Naja. So. Vorletztes Match jetzt hier gegen Simon 11.
Besseren Optionen habe ich dann jetzt hier aktuell mit Peter. Nicht die besten, aber immerhin bessere Optionen als jetzt mit dem Hank Hill. So, und dann hätten wir jetzt hier mit dem Bob die Möglichkeit, die Wiegeschule drauf zu spielen. Das werden wir auch tun. Dann haben wir den Home Ec Teacher und der ballert jetzt hier erstmal das komplette Feld leer. So, jetzt werde ich nochmal hier müssen wir auch mal ein bisschen hochheilen hier. So, und jetzt muss noch irgendwie nach Möglichkeit der Home Ec Teacher auch noch ein bisschen Heilung bekommen. Ja, ist jetzt egal. Es wird trotzdem irgendwie 99 werden es halt werden. Nee, ist sogar eine glatte 100 geworden. Okay, alles klar. Eine glatte 100. So, wie viele Matches habe ich denn jetzt noch offen? Noch ein einziges Match ist offen. Über 30k haben wir erreicht gegen Go for Topsy. Das ist doch mal ein ganz gutes Ergebnis. Mikey 34 oder Mike 34. Dann kommen wir mit der Tom Landry Middle School zuerst. Da hätten wir die Alternative Hank Hill oder Peter. In der Regel, ja, wir könnten natürlich, wenn da eine Amy ist, auch hier die schlimme Tina setzen. Und dann, so wie das aussieht, gehe ich mal von aus, werde ich das Ding jetzt hier mit einer glatten 100 nur alleine durch die schlimme Tina gewinnen. Ja, im Ruckzuck sind seine 80 Leben weg. Schlimme Tina, Bad Tina auf 1 und er hat eine epische Feierabend. So, also 5 Minuten haben wir noch. Gucken wir mal hier rein, wie viele haben denn bei denen überhaupt gekämpft? Ui, immerhin 26. Und haben sie wohl einen Schnitt von 500 Punkten irgendwo erreicht. So, dann gucken wir mal bei uns hier. Zardos mit 984 X-Strike, 980 Manubar, ja, 978 Gabriel, die 977 Berserker, 973 Simal, 965 Georgios, 962 Outlaw Deke, 960 Joseph, 948 James, 939 Stewie, 938 Anderson H, 938 Tristan, Akavini, 934 Scotty Pippen, 929 Mark Oliver 500, 928 Perez Charlene, Fanzinho, BR, Player, BBBBB, Benita, Lord Universe, Schmobis, Nords, Mark Foul, Max Max, Bryant, Albertus, Fred, der P, Wanda, Hyla. Dann komme ich, Ruffy, Traffy, Travis, Bobob, Quark Müller, Liquid, Real, Salisco, Knuckster, Vergen, Jojoman. 10 Punkte, 9 Punkte. Naja, 39 Aktive hatten wir dann in diesem Match gehabt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Like und einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown, mit mir nehmen wir gleich auch rein, macht's gut, bis dann und tschüss.